Ruhe. Peace und hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich mache schnell ein Video und zwar von meiner Solaranlage, weil einige geschrieben haben, die möchten mehr wissen davon. Es ist halt eine normale Solaranlage, also eine Photovoltaikanlage mit insgesamt 6,7 Kilowatt Peak. Das Besondere ist, dass diese Photovoltaikanlage mit meiner Wallbox richtig gut kommuniziert und man das Auto nur ladet, wenn auch wirklich die Sonne scheint, so wie heute. Ich mache mal ein paar Videos für euch. So, und so sieht die Sache auf dem Dach aus. Einmal 5 und einmal 15 Panels. Die Firma der Panels war, glaube ich, ich blende es ein, aber ich glaube, die heißen IBC. Muss aber nur genau einblenden, falls nicht stimmt, steht es jetzt schon mit drauf. Ich habe es nur an diesen Seiten hin, weil auf der anderen Seite ich jetzt auf der anderen Seite auch gerne noch hingemacht vom Haus, aber im Winter überhaupt keine Chance, im Sommer dann erst ab Mittag eigentlich bis Abend, was eigentlich für mich schon Sinn machen würde, aber die haben mir das vorgerechnet und gesagt, das rendiert sich nicht. Das muss ich mir nochmal genau ausrechnen lassen, weil bevor das Geld negativ Zinsen auf der Bank kosten, haue ich mir das lieber aufs Dach drauf. Sachwerte ist das Zauberwort. Ja, genau. So, hier zum Beispiel sieht man meine Wallbox. Und ich weiß nicht, ob man es einigermaßen erkennen kann. Ja, ich glaube schon. Grün heißt Standby, weil auch nicht angeschlossen. Blau heißt, er ladet gerade, weil angeschlossen. Jetzt ist aber so, dass der wirklich nur ladet, also man hat eine, kann mal ein Bild machen und einblenden, einen sogenannten Eco-Modus, der dann funktioniert, wenn die Sonne scheint und wenn die Photovoltaikanlage mehr als 1,3 Kilowattstunden leistet, sich das Ding einschaltet und dann auch aufladet. Hier sieht man, muss das Kabel runterkommen. So, Achtung Maus, ich komme. Ich habe mir hier eine Maus im Ding, die schaut mir immer beim Trainieren zu. Genau, hier haben wir eigentlich die Anlage. Besser so. Naja, hier haben wir den FI-Schalter und alles drin, Wechselrichter 1 und die Wallbox. Und mich im Spiegel, schön, wunderbar, ein wunderschöner Mensch. Gespiegelt, obgleich doppelt so schön. Hier haben wir natürlich den Überspannungsschutz. Sau gut ist, weil der hat wirklich alles gleich beschriftet, weil ein Noob wie ich das wissen muss, was das alles ist. Wie er das installiert hat, habe ich gleich Löcher in den Bauch gefragt und hat gesagt, keine Angst, ich beschrifte dir alles, dass so wenig wie möglich Fragen noch offen bleiben. Das ist der Wechselrichter. Fronius, gut oder schlecht, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Es gibt bestimmt bessere, gibt aber bestimmt schlechtere, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass es ganz gut ist. Da haben wir hier jetzt die Anzeige, was er momentan bringt in Echtzeit. Das ist 3 Kilowatt Peak. Es ist heute schon mal mehr gewesen, aber die Sonne, ich zeige es euch dann gleich mal, die Sonne ist schon, schon ein bisschen schräg und auch schon wieder ein bisschen weiter unten und dementsprechend hat er auch ein bisschen weniger schon gebracht. So schaut die ganze Chose aus im Ganzen. Ja. Dann gehen wir im Endeffekt von den Dachpanels direkt, also gar nicht in den Stromkasten, sondern direkt eigentlich diese Richtung, in den Wechselrichter und vom Wechselrichter hier rein und von hier direkt hier rein. Und dann von hier gehen wir direkt in die Wallbox. Und von der Wallbox gehen wir wieder über die ganzen Leitungen zurück
in meinen Stromkasten im Haus. Es war für mich der beste Weg, bevor man vom Haus nochmal rausgeht, eigentlich gleich das zu benutzen, weil wir ja nur 6,7 Kilowatt Peak haben. Die Anlage aber, die Wallbox aber 2x11 kW kann, also mit 22 kW kann ich laden und dementsprechend das locker ausreicht, um das im Endeffekt zu befeuern. Und auch jetzt sieht man schon, dass es langsam aber stetig jetzt nach unten geht. Es wird schon langsam weniger. Aber solange ich über 1,3 Kilowatt Peak habe oder Kilowattstunden habe, ladet der mein Auto. Und zum Thema CO-Ausstoß oder CO-Rucksack, CO2-Rucksack vom E-Auto, ja, natürlich. Auch der Drittel-Mix-Strom hat CO2 und dementsprechend wird das oft einmal als Gegenrechnung noch mit aufgerechnet. Aber es gibt viele Leute wie ich, die eben ihren Strom selber generieren mit der Photovoltaikanlage und dementsprechend CO2-neutral den Strom in das oder in die Autos bringen. Das wird oft einmal nicht mitgerechnet. Es sind jetzt nicht die meisten wahrscheinlich, aber das sind schon sehr viele. Ich kenne sehr viele. Und auch das sollte im Endeffekt mit in so eine Berechnung mit einfließen. Ich habe zum Beispiel einen grünen Strom, den ich vom Festnetz halt kriege. Ist er grün? Ja, nein, weiß man wieder nicht. Man sieht ja nicht, dass er grün ist, sondern laut Vertrag ist er grün. Und das, was ich brauche, muss der Energielieferant wieder als grünen Strom herstellen. Das ist so eine Sache, ob das wirklich so stimmt. Ich muss mal davon ausgehen, dass es stimmt. Das ist jetzt so meine Meinung. Das war ein kurzes Video über meine Photovoltaikanlage. Ihr wolltet es sehen, seid selber schuld. Peace. Servus sagt locker. Euer Focker. Ruhe!